lieber zu Hause, wenn's dunkel. Was dann noch draußen rumlief in den Gassen, war meist lichtscheues Gesindel und betrunken. Tja, und Nachtwächter halt. Früher gab es 6 Kollegen, nur einer blieb übrig. Das bin ich. Ich mach's immer noch. Und weil's gefährlich war, brauchte man eine Waffe. Eine helle Barre hatte man dabei, um sich durchsetzen zu können nachts draußen. Eine Hieb- und Stichwaffe, die man vielfältig einsetzen konnte und kann. Liegt bei euch. Was die Nachtwächter auch taten, deswegen hatten das Horn dabei, war ein Signal zu geben, wenn es brannte nachts draußen. Wollt ihr hören, wie das geht? Aber seht ihr ein Feuer irgendwo? Ja, das stimmt. Na gut, soll gelten. Nun, das ging so. Standen alle senkrecht im Bett und rannten sofort raus, um das Feuer zu bekämpfen. War es doch die größte Angst der Menschen früher in den Städten. Es konnte gar nichts Schlimmeres geschehen als ein Feuer und das noch nachts. Also war es gut zu wissen, Nachtwächter auf dem Posten, den gab er rasch Alarm, wenn's brannte, konnte man vielleicht sein Leben und sein Städtchen retten. Das klingt nach einem wichtigen Posten. Nicht wahr? War es auch. Aber trotz allem zählte der Nachtwächter zu den ehrlosen Berufen. Und zwar deswegen, weil die Menschen früher aus einem Aberglauben heraus die Nacht fürchteten. Man glaubte an unheimliche Dinge, die nachts geschehen. Und der Nachtwächter, der im Bunde war mit dem dunklen Element, konnte infolgedessen kein ehrenhafter Mann oder Beruf sein. Das schloss sich nach damaliger Weltsicht einfach aus. So unlogisch uns das heute erscheinen mag, für die Menschen früher machte es durchaus Sinn, die Dinge eben so zu betrachten. Wir waren übrigens die beiden niedrigsten Berufe. Wer war ganz unten in der Hierarchie? Der Henker, in der Tat. Der Henker oder Scharfrichter lebte außerhalb der bürgerlichen Gemeinschaft, war verachtet und gefürchtet gleichermaßen. Und der zweitletzte war der Totengräber. Die beiden arbeiteten auch gerne Hand in Hand. Hatte man doch die gleiche Kundschaft. Nur ein wenig Zeit versetzt. Dann kam auch schon Nachtwächter und Türmer. Es galt halt auch nicht viel, wie schon erwähnt. Nicht zu vergessen, was man auch tun musste, war die Straßenlaternen anzünden, abends, wenn es dunkel wurde, und darauf achten, dass die Türen der Häuser verriegelt. Es waren die allgemeinen Aufgaben, die man früher hatte. In allen Städten, so auch hier. Und es gab sie in Rothenburg recht lang, bis 1920, die richtigen Nachtwächter. Was nicht heißen soll, ich sei nicht richtig. Ich mache das auch schon über 20 Jahre im Hauptberuf und es hat sich schon gebessert. Die Arbeitszeit ist nicht mehr so lang und der Lohn nicht mehr so gering. Und gefährlich wie früher ist es auch nicht mehr, weil ihr ja alle mitkommt. Insofern fühle ich mich doch recht sicher heute in eurer Mitte und würde sagen, da kann es fast losgehen. Nur eine Bemerkung sei mir noch gestattet. Es gibt sehr viel zu erfahren über die Geschichte der Stadt und über das Mittelalter im Allgemeinen. Man kann es sich schlechthin gar nicht alles merken. Müsst ihr auch nicht, weil Nachtwächter hat einen Film gemacht, eine DVD, über die Geschichte der Stadt Rothenburg. Es ist sozusagen der erweiterte Nachtwächter-Rundgang. Weil ich berichte hier vom Anfang der Stadt mit der Burgsiedlung bis zum Zweiten Weltkrieg. Unterstützt von Schauspielerinnen und Schauspielern. Da gibt es Live-Szenen, Archivmaterial, die passende Musik natürlich auch. Ich wollte es euch nur wissen. Man kann es auch haben. Zum Schluss bei mir für 15 Euro. Aber jetzt erst einmal genug der Vorrede. Ich würde sagen, da kann es ja losgehen. Folgt mir unauffällig. Wie das gehen soll, weiß ich auch. Komm. Nein, Moment.
Na? Wo? Na? Okay, unser Abruf. Das wäre jetzt schön gewesen. Jetzt wäre es gerade schön gewesen. Eine Laufung. Nee, jetzt ist vorbei. Vorbei, Abbruch. Nee. Abbruch. Abbruch. Nee, es wäre schön gewesen. Das ist echt mein Fuß.